Ach, mein schönes Schiffchen, meine alte, gammlige Rostlaube. Naja, wie auch immer, willkommen zurück zu Starfield. Das erste Schiffchen ist immer das schönste Schiffchen und wir befinden uns immer noch auf New Atlantis. Ich habe festgestellt, ich hatte ja das ganze Zeug, was ich zu viel hatte, also was mich quasi überladen hat, hier bei dem ollen Vasco gelassen. Wenn man das in das Schiff einlagert, dann kann man das auf dem ganzen Planeten auch aus dem Schiff verkaufen. Deswegen habe ich das mal ganz kurz gemacht. Bevor wir uns hier verdünnisieren von New Atlantis, gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Wir haben ja hier den einen Elektriker-Quest schon gemacht hier. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ich habe mir noch so ein bisschen umgeguckt. Ich habe noch Aktivitäten, die hier überall so, naja, zu machen sind. Stelle ein Item her, das machen wir demnächst. Schließe ein Forschungsprojekt ab, machen wir auch demnächst. Errichte einen Außenposten, machen wir auch demnächst. Spreche mit einem Wissenschaftler beim Baum, das wäre noch hier auf New Atlantis. Sprich mit Sergeant Yumi, wäre auch hier, wer auch immer das ist. Nimm eine Frachtmission von der Auftragsbörse an. Keine Ahnung, wo hier eine Auftragsbörse ist, aber werden wir auch noch machen. So, wir müssen auch noch mit Sarahs Kontakt sprechen und irgendwo ein Paket abholen. Wobei ich aber festgestellt habe, das Paket für diesen komischen Vincent, oder wie er heißt, ist gar nicht auf diesem Planeten. Ist also immer so ein bisschen fraglich. Also, was machen wir als erstes? Ich würde mal sagen, hier ist eine Auftragsbörse. Ich habe nämlich ehrlich gesagt noch keine Auftragsbörse gesehen, wo es die hier geben soll. Deswegen latschen wir da jetzt mal irgendwie hin. Was zum Henker? So. Ja, ja, ist ja gut. So, da hinten ist sie schon. Ich sehe sie schon. Auftragsbörse. Wie sieht die denn aus? Wieder komplett außer Atem. So, das ist eine Auftragsbörse. Jameson Mercantile. Aha, aha, aha. Hoppala. Nein! Lass doch die Knarre weg, Mensch. Der packt ja gleich mal die Knarre aus. Warte mal, die Auftragsbörse ist. Wo ist die denn? Zum Henker. Unterdeck. Da ist eine Auftragsbörse. Warte mal, aber. Moment, bevor wir aufs Unterdeck gehen. Das sieht so aus, als könnte man hier was verkaufen. Mercantile heißt der wohl. Hi there. Thanks for stopping in. Feel free to look around. I can take care of transactions and if you've got questions, just ask. Ich will was verkaufen. Genau. Oh, please, take a look. So, warte mal. Händler kaufen wollen wir nicht. Ich will verkaufen. Und da unten rechts steht aus dem Schiffsinventar verkaufen. Zack, so. Im Schiffsinventar haben wir jetzt allen möglichen Krempel, den wir mal hier verkaufen können. Wie viel hat denn der Händler hier im Angebot? 5000 hat er. Das ist jetzt nicht allzu viel. Nee, kaufen, sonstiges. Ich will das ja nicht kaufen. Verkaufen, Arsch. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. 5. Ich bin verwirrt. Meine Credits. 20.571. Moment. Ja, jetzt haben wir was gekriegt. Okay. Ja, geht. Ich verkaufe gerade. Ich kaufe nicht, ich verkaufe. So, Feuerlöscher brauchen wir nicht. Das brauche ich. Irgendjemand hat gesagt, ich hätte einen Sammelwahn. Das stimmt leider. Glas. Hammer. Was ist das? Hausschuhe. Na klar. Ja, man kann wirklich sagen, ich habe wirklich ein Rappel. So, was? Kolben? Ein Sammelrappel. So, wie viel hat sie noch? Ah, sie hat genug. Ich glaube, das können wir einfach mal alles verkaufen hier, oder? Ist hier irgendwas dabei, was ich nicht verkaufen könnte? Pinzetten. Weg damit. So. Erstmal den ganzen Müll verkauft. Ich glaube, das kann ich mir in Zukunft sparen, dieses Einsammeln. Na, wobei, wir sind jetzt immerhin bei 21.000. Was können wir noch? Die Ressourcen verkaufen wir tunlichst nicht. Die brauchen wir selber. Schiffsteile, keine Ahnung, was man damit macht, die behalten wir auch mal, weil es ist als Hilfe markiert. Wahrscheinlich kann man damit sein Schiff reparieren. So, Oh, please, take a look. Sollte ich vielleicht auch mal gucken, was sie im Angebot hat hier, ne? Was hat sie denn im Angebot? Ein Cutter, ne? Boah, piu piu. Munition, Anzüge. Was hat sie denn für Anzüge? Sind die gut? Ja. 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 Jetzt auch nicht wirklich, ne? Hilfe, Notizen, Ressourcen. Ja, gut. Nee. Okay, also erster Akt. Danke sehr. Also haben wir schon mal verkauft hier. So. Das wäre die erste Geschichte. Ach so, jetzt wollte ich ja. Okay, nochmal raus hier. Jetzt wollte ich ja so einen Frachtauftrag annehmen. Für später. Wobei, warte mal. Nicht, dass die nachher.
nicht, dass die nachher zeitbegrenzt sind, dann habe ich ein Problem. Dann springt den Frachtaufsammarsch wieder mit der Wissenschaftler am Baum. Da muss ich irgendwann mal dran vorbeigelaufen sein. Und der hat irgendwas gesagt und ich habe es nur nicht mitgekriegt. Der Wissenschaftler am Baum. Mars District. Da müssen wir ja eh hin, weil die gute Sarah will ja da mit den, wie hießen die, mit den Fuzzis, mit dieser Söldnerorganisation quatschen wegen dem Artefakt. Das machen wir aber gleich. It's you and me from here out. Ich und du von hier aus, genau. Ein Wissenschaftler am Baum. Also ein Baum ist hier definitiv. Da ist auch ein Typ. Wie gesagt, ich muss an dem vorbeigerannt sein irgendwann mal. Sieht auch aus wie ich. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Wem oder was musst du auf den Grund gehen? Yes. Concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? I've passed by this particular tree many times, and honestly, I never gave it a second thought. Does it hold some sort of special significance? Finally, somebody understands. Unless, wait, you're not mocking me, right? People. Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Auf jeden Fall. Einem Wissenschaftlerkollegen helfe ich natürlich auf jeden Fall. Well, that's... Thank you. That's unexpected. Ah, there's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Ich hab so ein Déjà-vu-Gefühl. Ich hab die ganze Zeit diese Dinger abgeklappert, jetzt soll ich Sensoren abklappern. Also die. Okay, wir tun ihm den Gefallen. Warte mal, wo müssen wir hin? Baum wächst, finde die Biosensoren. Okay, da ist scheinbar einer. Warte mal, hier sind überall welche, oder? Okay, da führt einer hin. Was ist das da? Biosensoren. 95 Meter. Warte mal, bevor wir hier das Gebiet verlassen, holen wir uns den Biosensor da oben. Da ist auch einer. Wie weit ist der entfernt? Steht da nicht. Die Leute haben sich ja darüber beschwert, dass es keine Minimap gibt, aber es gibt ja quasi so eine Art Minimap. Unten links, die Uhr ist ja quasi so eine Art Minimap. Finde die Biosensoren. Wenn auch eine sehr eingeschränkte Minimap. Geben wir es zu. Wo zum Henker? Da. 80 Meter. 90 Meter. So. Ey, warte mal. Wo ist der? Ich habe ihn eben gesehen. Wo ist der jetzt? Wird bekloppt hier, warte mal. Hier ist er nicht. Das ist er auch nicht. Hier hoch wahrscheinlich, oder? Security, warte mal. Da hinten muss da irgendeiner sein. Ich muss mal langsam laufen, sonst haut mich wieder mein. Finde die Biosensoren. So, jetzt steht da wieder 60 Meter. Jetzt finde ich den aber. 30 Meter. So, der hängt mitten auf dem Baum. Da gehört er hin.
Warte mal. Muss ich den scannen? Oder einfach mitnehmen? Ich glaube, einfach mitnehmen. Okay. Was sind das für komische Tische hier? Fondistricks. Ort entdeckt. Okay. Immerhin. 20 EP. Da ist auch noch einer. An dem bin ich eben vorbeigerannt, würde ich sagen. Hui. Bildschirmhenker. Da. Zweiter Biosensor. Warte mal. Irgendwo muss noch einer sein. Ich nehme mal an. Finde die Biosensoren. Geh mir aus der Latichte. Ich muss den Biosensor finden. Für den verrückten Wissenschaftler. Ach nee, da bin ich. Alle hopp. Hier einfach mal quer durch den Park hopsen. Ist er das? Nee, das ist er nicht. Da kommt er. 70 Meter. Schön langsam laufen, sonst kriegst du ein Herz, Kaspar. Du bist nur ein verrückter Wissenschaftler, kein Hochleistungssportler. Vorletzter Biosensor. Einer noch. Denn das gewesen? Was hat denn der gesagt? Also ich glaube, jetzt müssen wir noch einmal mit der Bahn fahren. War das richtig? Ich brauche ein Skateboard. Warte mal, jetzt wird es mir irgendwie anders angezeigt. Jetzt müssen wir einmal mit der Bahn fahren, glaube ich. Ja, okay. Kann ich hier runterspringen? Breche ich mir da die Beine? Nein, alles gut. So. Biosensoren. Geschäftsdistrikt. Go. Ich gebe ja zu, also ich schließe mich euch da an. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, endlich das Weltall zu erkunden. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch keine von den Quests in den Hauptstädten verpassen. Weil ich da den Verdacht habe, dass einige dieser Questreihen massiv spannend sein können. Wo soll denn hier... Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else comes. Was für Eier? So if you see some, can you tell me? Meint er die Biosensoren? Okay, well... If I see any of those, I'll tell you. And you can tell me if you find any eggs. What then for Miss Aya? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Okay, Moment mal. Der hat die Eier verkauft? Also die Biosensoren? Oh, verdammter Mist, dusseliger Bengel. They'll have our table ready soon. Auf jeden Fall ist da hinten irgendeins. Keine Ahnung, dass das so tief ist. So. Was ist das hier? Distribution Center. UC Distribution Center. Na, gucken wir mal rein. So, wer hat jetzt hier die Eier gekauft? Was ist das hier überhaupt? Madame? Entschuldigung, mein Herr? Nee, ist noch Madame. I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Tja, du hast neulich einem Jungen ein Ei abgekauft. Ich nehme mal an, das sind diese... Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it?
Das ist ein Biosensor, ich brauche den. Gib den her. Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Ja, ja, ja. Let's sag mal, was ist das für ein Typ hier? Fee, so, 100 Credits, ja komm, die kann sie haben. Ich hab Pleasure genug. Doing business with you. So, okay, wenn wir schon mal da sind, geh mir aus aller Tüchte. I hope we have what you need. So, was hatten die hier zu verkaufen? Tonnenweise Waffen, aha, Anzüge. Anzüge hat sie ein. UC Marine. Oh, der ist nicht übel, oder? Was kostet das Ding? 6000. Der ist gut. Also, woran mache ich fest, dass er gut ist? Wenn wir uns mal gucken, oben hat er ja, also in der oberen Zeile, physisch, Energie und EM, das sind, glaube ich, die Schadenswerte, die er absorbieren kann. Und darunter sind die Environmental, also die Biohazards, oder die Hazards, die Umgebungsgefahren. Das heißt, gegen warme Umgebungen und gegen korrosive Umgebungen ist er etwas schlechter, gegen luftbasierte Bedrohungen und gegen Strahlung ist er etwas besser. Wichtig für mich ist aber erstmal, dass er der sieht halt gut aus in Sachen Schadenswiderstände, ne? Ist die Frage, warte ich da noch oder gebe ich das Geld aus? Der Helm ist auch gar nicht mal schlecht. Vor allem sieht man da mein schönes Gesicht. Werfbare Items, Splitter und oh, es gibt Granaten. Juhu! Nein, komm, wir sparen erstmal das Geld. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Wir haben jetzt, glaube ich, hier wir haben jetzt alle Eier, oder wie sie heißen? Alle Biosensoren. Und jetzt können wir zurückgehen. Also ich spare mir das Geld erstmal. Ich werde mir nachher ein Popo beißen, wenn ich das Geld brauche, weil... ach, da ist der Baum. Weil ich ein Raumschiff kaufen möchte und dann fehlen mir 100 Credits oder so eine Schose. So, jetzt kriegt er seine Eier wieder. Ich meine seine Biosensoren. Zurück an die Arbeit. Bewirb dich beim Job bei einem Automaten, der... Das Ding hier? Tatsache. Sag mal, wie viel Möglichkeiten gibt es hier, sich zu... Also man kann eins sagen, man kann ja sagen, was man will bisher. Ich kann aber so ein Zwischenfazit ziehen. Man hat keine Probleme, sich in Starfield zu beschäftigen. Man wird von allen Seiten zugebombt. So, jetzt kriegt der hier sein... Man weiß ehrlich gesagt gar nicht, was am Anfang so sinnvoll ist. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich mich hier... Darf ich nochmal kurz gucken? Ich bin ja jetzt mittlerweile Level 4, ne? Ich weiß zumindest, wo ich hin will. Ich will hier in die Forschung rein und ich will in die Technologie rein. Ich dachte erst, ich hätte mich verskillt, ja, aber die Schubdüsen hier... Ich will natürlich, schaltet Pilotenfähigkeit für Klasse C-Schiffe, da bin ich natürlich definitiv hin. Um die dicken Pötte zu fliegen. Und alles andere gucken wir dann mal. Ich mache mir da auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel Sorgen, dass ich mich verskillen könnte, weil man es wohl nicht kann. Man kann wohl immer weiter aufsteigen. Ja, ja, ich habe deine Sensoren. So, you do. Wonderful. I'll just take these. And we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. Ich warte. Will er meine Erfahrungspunkte haben? Hihi. And just another moment. It is working, isn't it? Weiß nicht, du bist der Baumexperte. Ich bin der... Now, let's see. This is... Well, it's... Ja? Oh my. Oh mein Gott. So, was hat er denn jetzt? Jetzt bleib doch mal hier. Du red doch mal mit mir. Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, I told you so, may even be uttered more than once. Gut, dass deine Sorge begründet war. Das klingt nicht nach guten Neuigkeiten. Well, from a certain point of view.
In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. Der Baum ist eine Infraschallquelle. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Wir haben mal gekriegt. Credit 2000. Komm, das ist okay. So, Baum wechseln in New Atlantis. So, der geht jetzt hier. Schau später bei. Ne, ist vorbei. Wann ist denn später? Kann ich jetzt schon? The data from the biosensors speaks for itself. Okay, ich glaube, später heißt. Später heißt, glaube ich, später. Ja, später heißt später. Okay, das wäre der Quest mit dem Baum, wobei der natürlich noch nicht zu Ende ist, aber das gucken wir dann mal. So, das war der Baum. Sprich mit dem Barkeeper in Viewport. Wer ist das? Nimm eine Frachtmission. Nimm eine Frachtmission. Die nehmen wir ganz am Ende an. Mit Sergeant Yumi. So viele Aufträge. Zurück an die Arbeit. Was ist das nur wieder? Hörte ich eine Jobanzeige für... ich dachte, okay, das ist die Jobanzeige an dem Automaten. Ich krieg die Krise. So, die Hauptmission ist logischerweise hier. Ja, okay, Fraktionen, sonstiges. So, Aktivitäten. Gehen wir mal zum Barkeeper. Der Barkeeper ist irgendwo in der Bahn. Wir könnten dann natürlich auch erstmal hier diesen diesen Job annehmen, der hier irgendwo vergeben wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es war. Na komm, da können wir immer noch hingehen. Ehrlich gesagt, Freunde, ich habe jetzt erstmal Bock, wir können das mit der, die Hauptmission, das können wir alles noch machen. Ich habe jetzt erstmal Bock abzuheben. Ich möchte jetzt erstmal hier zu meinem Raumschiff. So. Und dann machen wir erstmal eine Außenmission. To my crew position. So, und zwar, welche Außenmission machen wir hier? Wir haben ja nur eine einzige. Und zwar, wo waren das? Da, hol das Paket. Wo ist das, ist die Frage. Ich glaube, da müssen wir abheben. Komm, wir gucken mal in die Sternenkarte. Aber da sehe ich ehrlich gesagt nichts. Sol, nee. Wo soll der Job sein? Warte mal, da ist er. Sag mal, wie weit ist der weg? Okay, da soll man. Das ist natürlich eine ordentliche Reichweite. Hol das Paket in Red Mile ab. Wollen wir das machen? Das ist natürlich ein irrsinniger Flug, ne? So. Dafür haben wir nicht genug Treibstoff. Warte mal. Okay, dann werden wir hier so diese Einzelsprünge machen müssen. Sprung. Olympus. Ach so, das war, warte mal, Musik. As the hero of Dectera, you need your own comic book, your own cartoon, your own theme song. We have got to make this happen. Was erzählt er? So, warte mal, wie springe ich denn jetzt? Jetzt bin ich noch nicht mal gestartet, warte mal. Sternkarte. So, ich bin Olympus und ich will nach... Ach, ich bin schon einen weiter gesprungen. So, da müssen wir... Wo müssen wir da hin, um nach Fortima zu kommen? Da runter. Okay, dann erstmal hier hin. Sprung.
überhaupt keine Schmuggelware. Alles gut. And that's it. Enjoy Neon. So. Und letzter Sprung. Ich weiß, diese ganzen Systeme, ich müsste die alle erkunden. Aber ich hole jetzt einfach mal nur stur dieses Paket ab. Und dann fliegen wir wieder zurück nach New Atlantis. So, hier müssen... Wird hier geballert? Hier wird geballert. Was soll ich mitmachen? Warte mal, die haben Sachen verloren. Super, jetzt erzählt er, dass er Hilfe gebraucht hat. Ich bin hier gerade angekommen. Ich konnte gar nicht helfen. So schnell wie ihr den abgeknallt habt, konnte ich gar nichts machen. Aber ihr habt da so ein bisschen Loot hinterlassen. Das nehme ich gerne mit. Das ist doch Loot, oder? Ist das Loot? Bin mir nicht sicher. Ja, das will ich haben. Ja, kommen wir noch nicht ran. Longsword 2. Achso, ich glaube, das ist gar kein Loot. Okay, warte mal. Wir gucken uns mal um hier. Warte mal, wo sollen wir hin? Ja. Da, Red Mile. Da wollen wir hin. Landen. Lass mich raten, da gibt es dann auch wieder tonnenweise Quests. Let's put this bird on the ground. So, warte mal, aufstehen. Oder gleich verlassen, können wir natürlich auch machen. Please tell me you're not going to make us run the Red Mile. Dass wir beim Red Mile... Nein, wir machen jetzt erstmal nicht beim Red Mile Run mit. Wir gehen jetzt erstmal hier das Paket einsacken. Bisschen kalt hier, ne? Red Mile, was ist das? Das war alles. Hier dieses Paket abholen am Raumhafen. Ist doch total einfach. Ja, Paket haben wir abgeholt. Bring Sal in das Paket. Okay. Total easy. Wollen wir uns hier umgucken? Ne, machen wir erstmal nicht. Hört ihr das? Was piept hier so? Du wurdest mit einem Leiden belegt. Mit einem was wurde ich belegt? Du hast ein Leiden. Nimm das entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Öffne dein Inventar und suche Kategorie Hilfe. Was habe ich denn? Erfrierung. Okay. Naja, mein Gott. Das ist ja nicht so wild. Dann gehe ich jetzt halt hier an Bord und wärme mich wieder auf. So. Geht es mir jetzt besser? Die Frage. Schutz, Regeneration, irgendwas. Habe ich immer noch ein Leiden? Schmerzen, erlittener Gesundheitsschaden, verbraucht O2. Schutzleistung regeneriert sich, Gefahr. Warte mal, ich brauche hier irgendwas dagegen. Warte mal, Moment. Tja, ich habe ein Leiden. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Mittel für das Leiden habe. Suche in der Kategorie Hilfe nach dem. Ich suche. Was ist denn hier das entsprechende Symbol? Ich weiß es nicht. Was hilft denn da? Das hier? Was? Ein dunkles Lager. Was macht das? Gesundheit. Ah, okay, das scheint es. Also ein Bier. Ich zeig mir jetzt ein Bier rein, ja?
untersuchen, sortieren? Wie tue ich es zu mir nehmen? Ich frage das nur so. Ja. Ich will das jetzt... So, jetzt habe ich das getrunken. Geht's mir jetzt besser? Nö, natürlich nicht. Bin besoffen, ja, das ist ein anderes Thema. Aber es ist nicht weg. Ich habe immer noch dieses Leiden, dunkles Lager, das hält noch 2 Minuten an. Aber ich habe immer noch... Bei Hilfe, hat er gesagt. Medpack, Milch. So, wo steht denn, was das beseitigt? Verbände. Ah, okay, warte mal. Wo ist es? Da ist auch ein Symbol. Er behauptet, ich hätte etwas, was das Leiden lindert, aber ich habe nichts. Da! Heilpaste. Die hat dasselbe Symbol. Medizinische Satz war Verbrennungen und Erfrierungen. Hau dir das mal hier rein. So. Ich habe mich erheilt. Dass wir das auch noch mal geklärt hätten. Halt die Kuschen, mein Fan. So, wir fliegen zurück, abheben nach New Atlantis. Und wir müssen erst, ehrlich gesagt, auch mal unseren ersten Farming-Ausflug machen, damit wir endlich mal was craften können. Das heißt, mal ein paar Planeten anfliegen und da ein paar Sachen abernten oder so. Aber das kommt alles später. Jetzt fliegen wir zurück nach New Atlantis. Das ist wo? New Atlantis. Wie kommen wir da am besten hin? So, hier runter. Ja, da wollen wir eigentlich... Warte mal, zurück. War richtig... So, können wir da nicht Mission? Mich zeigen, Kurs festlegen. X. So, Sprung. Komm. Jetzt müsste ich in der Tat... ich weiß nicht, ob ihr das jetzt scannen solltet, weil ich habe ja irgendwas... Okay, gut. Ich dachte nämlich, dieses Paket, das wir da haben, das ist bestimmt... Na gut, er hat ja gesagt, es wäre keine Schmuggelware. Insofern... Nein, du sollst hier den Kurs festlegen. Kurs festlegen, Sprung. Was ist das? Ignorieren wir erstmal. Hoppala. So, letzter Sprung. So langsam komme ich mit den Tasten klar. Oder auch nicht. Da, dahin. Hier, Kurs festlegen. So, jetzt hat es geklappt. So, der textet mich weiter zu. Ich warte auf den Scan. Scan complete. Go ahead. So, warte mal. Jetzt müssten wir ja jetzt hier in der Lage sein,
Hier, genau, Astrodynamik erhöht Kraftsprungreichweite des Sprungantriebs um 15%. Wie viel haben wir? Wir haben einen Skillpunkt. Das heißt, den könnten wir nach oben setzen. Reduziert Treibstoffkosten des Sprungs um 15%, erhöht Kraftsprung, reduziert Treibstoffkosten. Reduziert Treibstoffkosten. Brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht. Ich will ehrlich gesagt, was ist das hier? Forschungsmethoden? Ja, dafür müssten wir erstmal irgendwas herstellen. Okay. Also das beides können wir noch nicht, deswegen sparen wir uns den Punkt mal. Wir landen natürlich auf da. Genau. Jetzt bringe ich ihm das Paket. Und wie wir ihm das Paket bringen, sehe ich gerade das hier mal. Can we skip the local chunks this time? Never agrees with my stomach. Wo sind wir denn? Warum sind wir denn hier gleich unten angekommen? Egal, wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann, euer Mr. Fleck.